dass das wahr sein soll. Und ich höre es ja auch oft genug aus von anderen. Naja, also. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, ne? Was haltet ihr davon? Von diesen Facebook-Partys? Also das heißt, was haltet ihr davon? Oder was meint ihr, wie wie würdet ihr damit umgehen, sag mal, wenn so euch sowas passieren würde? Und da würden auf einmal 2000 Leute vor eurem Haus stehen. Oder habt ihr schon mal, jetzt nicht so extreme, sondern so ähnliche Erfahrungen, habt ihr sowas schon mal gemacht? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Moment. Die Spinne wollte auch auf die Facebook-Party kommen. Ich habe sie mal kurz, ganz kurz ausgeladen wieder. Hab ihr erklärt, dass wir gerade ein bisschen Platzmangel haben. Ja, es würde mich interessieren mal. Wie würdet ihr mit sowas umgehen, wenn vor eurem Haus auf einmal 1000 Leute stehen würden und bedient werden wollen? Es ist ja nicht so, dass die einfach nur dastehen, sondern die erwarten dann ja auch eine Feier, ne? Würde mich interessieren. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dann machen würdet. Natürlich bitte auch realistische Antworten, nicht wie hier, was weiß ich, schlag ich die alle zusammen oder so. So. So, dann werden wir den Papierchen noch so ein bisschen anpassen, dass das hier so runter geht dann hier. Und jetzt holen wir uns noch einen Eimer Wasser. Und dann sind wir wirklich gleich fertig mit der Hühnerfalle und dann gehen wir gleich mal zur nächsten Station. Den haben wir hier reingepackt. Genau, da ist ein Eimer Wasser. So, Eier. Dann nehmen wir mal die Eier hier raus. Hol ich mal meine Eier aus der Kiste. Den Witz werde ich sicher noch öfter bringen. So. Da. Und? Perfekt. Man kann hier unten ja vielleicht doch dann so ein Haus hinbauen oder so. Kann man ja alles machen, erstmal so, wollte ich jetzt erstmal nur die Farm fertig bauen. Dann von dem Haus vielleicht einen Aufstieg hier hoch. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es auch funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gebaut, diese Farm. So. Zu dem Zaun scheint nicht ganz so eine intelligente Idee gewesen zu sein. Ich hätte vielleicht doch wirklich Glas drum umbauen sollen. Aber sieht dann so seltsam aus. Aber ich denke, wenn wir genug Hühner haben, dann macht das nichts mehr. Füllen wir erstmal eine Seite. Wenn wir genug Hühner haben, dann wird hier oben, werden hier oben genug Eier auch rausfliegen. Egal, ob da jetzt welche auf dem Rand stehen oder nicht. Komm, wir legen das mal. Wir legen das mal mit dem Endermann, der sich gerade weggespawnt hat, an. So. So, dann würde ich sagen, hier. Hunsäpchen. So, das weg. So. 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 Ich würde sagen, man kann das hier so lassen. Und hier irgendwas anderes hinbauen.
Ja, mal gleich mal gucken, nachdem ich schlafen gegangen bin. Gute Nacht. Ja. Brennt. Der Nachbar brennt. Und seine Frau ebenfalls, auch wenn ich nicht unterscheiden kann, wer von beiden wer ist. Vielleicht ist es ja eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Was ich mir nicht unbedingt vorstellen möchte. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal zum gute Stimmung-Baum. Und ändern den mal noch ein bisschen ab. So wie ich mir das gedacht habe. Hier können wir ja mal ein bisschen einsortieren. Blume. Fleisch. Eier kommen jetzt hier rein. Setzlinge kommen hier rein. Die kann ich mitnehmen. Ich wollte ja sowieso ein paar mitnehmen. Stimmt, ich wollte ja eine Plantage machen. Ja, komm, ich kann trotzdem mal hier. Ne, drei brauche ich, weil ich wollte ja noch einen unten einpflanzen. Zwei brauche ich hier noch auf jeden Fall. Werdet ihr gleich sehen, warum. Die Eimer kommen mal bitte wieder hier rein. So. Oder einen nehme ich mal mit runter. Eisen nehme ich was mit runter. Und zwar möchte ich mir hier mal zwei Jack-O-Lantern bauen. Jack-O-Lantern. Ach, Kürbislaterne heißen die jetzt. Ach, ich fand Jack-O-Lantern eigentlich geiler. Okay, dann machen wir das vielleicht nicht ganz so weit. Bitte kein Kies. Ach, verdammt. Es regt mich auf, dass das immer zu Kies wird, wenn man es nicht braucht. Naja. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt den einen Erde auch noch hinplatzen können, aber das ist ja egal. Es ist schon schade, dass wir die ganze Zeit Erdmangel haben. Aber solange die Terraforming-Sachen andauern, wird das wohl noch eine Weile so bleiben. Und das Stein hauen wir hier noch schnell raus. Und ich glaube nicht, dass ihr Lust dazu habt, dass ich auf den Erdquest gehe hier. Und hier 20 Minuten Erde absammle. Und ich werde auch keine Verschnellerungsfolgen machen. Okay. Und da habe ich mir das überlegt, dass wir hier vielleicht. So einen Busch hinbauen. Nee, komm, es sieht nicht aus. Nee, komm, ich habe eine bessere Idee. Wäre eine nice Idee geworden, aber dann wohl eher doch nicht. So. Machen wir hier so. Okay, jetzt haben wir schon wieder zu wenig, aber es macht nichts. Dann machen wir hier einfach noch. Ich muss aus diesen geraden Wege rauskommen, aber solange wir an so geraden Häusern sind, machen sich gerade Wege natürlich gut. So.
würde auch sagen, das hier kommt weg. Ich würde auch noch mal kurz. Die Spinne ist ja immer noch da. Ich muss dir mal da kurz was wegkrabbeln. Keine Angst, ich darf dich leben.